It's Tooltime. Ja. Nach so viel Weihnachtsgedöns mal zwischendurch ein Unboxing. Heute mit Zack. Mit Spikey. Ja. Da ist kein Futter drin, Dicker. Lass mich mal daher. Ja, ich habe schon ein bisschen angefangen, Unboxing zu machen. Und da fiel mir ein, ich wollte ja an sich einen Film machen. Und habe den ersten Karton schon ausgepackt, den zweiten auch schon halb. Aber ich hoffe, das ist trotzdem noch so in Ordnung, wie auch immer. So, ja, das erste Ding ist eine Luftpumpe. Wir sind so, weiß nicht, kann man das sehen? Adapter oder Mundstücke besser gesagt. Und hier ist das gute Stück. Das ist ein, jetzt habt ihr das gesehen, eine Luftpumpe. Nein, ein Alkoholtester ist das. Da kann man den Atemalkohol feststellen. Also nicht bei mir, ich weiß, was ich gesoffen habe und nicht, sondern bei anderen, wo man sich nicht so ganz so sicher ist, ob die was Intus haben oder ob die einfach nur blöd sind. Man weiß es nicht und so kann man das dann testen. Oder so weiter. Ja, ist halt ein Gimmick, ne? Also das sollte man sich mit Sicherheit nicht kaufen, um zu testen, ob man wirklich noch Auto fahren kann. Das sollte man, wenn man Alkohol trinkt, gänzlich sofort sein lassen. Und jetzt könnte man mal reinpusten. Ich mache das mal, ob man das sehen könnt. Hat schon gepiept. So, null. Ja, also wie gesagt, trotzdem nicht bei einer Flasche fahren, das ist Tünnef. Dann trinkt er das nächste Mal zwei. Bei der dritten Flasche sagt er, das Gerät zeigt nicht richtig an. Und schon fährt er besoffen und bringt andere Leute um. Aber ich weiß nicht, ob der, den ich heute hatte, besoffen war beim Autofahren. Achso, hier kann man noch das Mundstück wechseln. Und der fuhr auf der Autobahn auf und meinte, dass die auf der Autobahn sind, Platz machen müssen. Das kenne ich anders aus dem Lehrbuch, sondern die sollen sich dem fließenden Verkehr anpassen. Und der nötigte ein und drängelte und fuhr einfach rüber und ach, unfassbar. Wahrscheinlich war der auch besoffen. So, jetzt ist für alle, die des ausländischen und englischen Wortes mächtig sind, ihr könnt euch das nochmal durchlesen. Ich hoffe, das ist scharf genug, wie das funktioniert. Das Gerät, hoppala. Das Gerät war jetzt nicht allzu teuer. Da sind nochmal die ganzen Stationen, was das Display da hergibt. Und man, wie man gemerkt hat, man muss ein bisschen warten, bis es funktioniert. Es soll an für sich polizeigenau sein, ja, wie man das meint, keine Ahnung. Dann denkt man, man verlässt sich auf das Gerät und landet dann doch wie Boris im Knast. Naja, der war ja gut behütet, der hat ja seine Aufpasser gehabt, der braucht da gar nicht zu heulen. Andere, die werden sie, hätten sie anders rangenommen. Aber das nur nebenbei. So, und verdient hat das ja nun auch. Tja, das war jetzt schon mal das packe ich nachher ein, das dauert zu lange. Ja, wie gesagt, da sind noch Mundstücke dabei. Jetzt muss ich das mal hier rüberpacken. Ich muss schneller machen, sonst schlaft ihr mir noch hinterher ein. So, das nochmal ein Nachtrag zu dem erste Zange, die ich da bekommen habe. Und das ist ja eine Halbzoll-Eckschwede. Und jetzt habe ich zwei. Man braucht ja immer zwei. Eine zum Gegenhalten. Also das einmal wird das dann so und die andere dann so. Oder andersrum muss man immer dran denken. Wenn man was auseinanderschraubt oder also ineinander. Ich fand die klasse, die kostet nur 12 Euro und ich finde die für den Hausgebrauch spitze. Das wollte ich nochmal gezeigt haben. Da kommt nämlich nochmal ein großes Paket, dazu aber später mehr. Jetzt kommt das richtige Unboxing. Oh, Spike, hast du schon hingelegt? Kein Futter für dich drin. Ja, wenn der wüsste, was der Schönes zu Weihnachten kriegt, der Dicke, du hast ja nicht gesehen, Dicker, ne? Nur ganz kurz einmal. Und dann habe ich es locker weggepackt. So, hier weiß ich jetzt wirklich nicht, was da drin ist. Oh, ich sehe schon, muss ich erstmal die Rechnung wegpacken. Nanü. Was ist das denn? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist jetzt alles? Ich dachte, es kommt was anderes, was vielleicht ein bisschen interessanter wäre. Aber ja, wie man sieht,
oder auch nicht, eine fast gewöhnliche Rolle, aber nicht ganz. Das hat nämlich auch noch ein Bewandtnis. Da machen wir mal zugleich das nächste Kartonchen offen. Ja, guck genau. Hier ist das, der Dicke. Vorsicht mit der Nase, sonst hast du keine Häschen mehr. Dicke, ich muss doch hier durchsteigen, ich sehe nichts. Boah, diesmal breche ich mir auch einer. Das. Ja, ich habe jetzt gerade bei der Post, bei der DHL, dass ein Paket kaputt gegangen ist und das muss nachgeklebt werden bzw. neu verpackt werden. Das dümpelt jetzt schon 2 Tage irgendwo rum und ist ein bisschen doof. Dann hätten sie es auch kaputt bringen können, dann wäre es ja wenigstens angekommen. Aber naja, zu Weihnachten nimmt man das nicht so genau. Also was haben wir hier? Gott sei Dank keine Rechnung dabei. Aha. So. Parkettversiegelungslack. Ich glaube, wir könnten. Jetzt, aber jetzt liegt der Dicke da dran. Du bist eine Pfeife. Ja. Und zwar haben wir uns da eine Maschine geliehen und schleifen den Lack ab. Den alten, wie heißt das? Ein altes Parkett wird abgeschliffen, dann wird das lackiert. Dann wird das nochmal abgeschliffen, weil dann stellen sich ja die Härchen von dem, von dem Holz hoch und dass die dann, dass das schön glatt ist, dann kommt auch noch eine Glasur rüber. Was soll ich da noch zu erzählen? Also damit macht man ein Parkett mit einer Maschine und mit viel Arbeit kann man das Parkett wieder zum Glänzen bringen. Deswegen auch die Rolle. Und was ich auch noch interessant finde, dass man heute, aber da bin ich wahrscheinlich Oldie, für so einen Eimer hier 7 Euro bezahlt. Nur für den Eimer. Ne? So, hier sind noch die Pinsel für die Ränder zu bearbeiten. Und dann hat man eine schöne Freizeitbeschäftigung. So, das war es jetzt tatsächlich schon wieder. So ein Müll. Ich dachte, ich hätte jetzt was Schöneres, aber macht nichts. Ran an der Arbeit. Und wir sehen uns ja noch bei Film 22 beim Adventskalender wieder. Ne? So, Dicker, komm noch mal her. Jetzt kriegst du ein Klümpchen. Au, jetzt habe ich mir noch einen Ellenbogenschuss. Komm her, Dicker. Komm her, komm hier. Guck mal, was der Onkel hat. So feines Futti. Müsst ihr das haben? Ja, komm. Langsam. Ganz langsam, Dicker. So ist fein. So, bis zum nächsten Unboxing oder sonst für einen Scheiß. Bis dann. Tschewa. Okay.